Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen uns mal ein paar Vaults anschauen, denn ich bin jetzt mit dem MOP-Remix einmal komplett durch, habe wieder ein bisschen mehr Zeit für Retail-WoW und war letzte Woche doch mit dem ein oder anderen Char unterwegs, sowohl in verschiedenen LFR-Teilen. Ich habe übrigens Aberros fertig gemacht, also zumindest im LFR und Normal, das kann ich euch nachher gleich noch zeigen. Dann war ich ein bisschen im M-Plus unterwegs, teilweise auch mit unterschiedlichen Chars und ein bisschen im HC-Raid. Und ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt den Vault uns angucken, ich möchte heute auf jeden Fall den Druid fertig machen, also hier die letzten paar Mythic-Teile. Da habe ich ja schon mal ein bisschen was vorbereitet, ne? Auf den verschiedenen Slots, ich glaube Kopf und Handschuhe. Und jetzt muss ich mal gucken, was ich rausziehe, ob ich eine Brust oder Schultern rausziehe. Und je nachdem, das andere werde ich dann einmal upgraden. Ich hoffe, das klappt, soweit ich mir das vorstelle, dass ich die Druid-Set-Gedönse schon mal fertig kriege. Genau. Jetzt gucken wir noch schnell rein. Aberros hatte ich wie angeschnitten soweit fertig gemacht. Also zumindest das, was man in der vierten Season machen kann. Also wenn wir jetzt hier reingucken, sind dann nur noch diese Tokens aus der zweiten Season drin. Die droppen ja nicht, wenn es erweckt ist, ne? Und im Normal sieht es quasi genauso aus. Heißt, das haben wir schon mal weg. Was ich aber noch brauche, sind ein paar Items aus der Mithrasil. Und ich hoffe, wenn ich jetzt dann gleich hier ein bisschen dieses Zeug aufmache, dass vielleicht das ein oder andere drin ist. Also hier sind es, glaube ich, noch zwei aus der Mithrasil und dann sind es noch um die 10 Teile hier aus dem Gewölbe und ja, quasi Normal und LFR, aber im LFR ist dann immer ein Haufen Gedönse aus der ersten Season dabei. Ne, das kann man ja auch nicht kriegen, wenn das Ganze erweckt ist. Und wenn es nicht erweckt ist, gehen die LFRs schwierig auf, also das ist dann immer so eine Sache. Gut, genug des Vorgeplänkes, ich würde sagen, wir machen hier den... Oh, warte mal, muss ich irgendwas einstellen? Wir können euch Wächter lassen. Wir machen mal den Vault auf. Mit dem Main habe ich nicht sonderlich viel gemacht. Ich war quasi nur ein 10er-Key und im LFR war ich unterwegs. Und was habe ich drin? Ich habe Hände drin. Wobei, ich könnte mir die Marken sparen, wenn ich die Hände oben in den Katalysator packe. Ich müsste eigentlich genug Charters haben. Also die Hände sind gar nicht so schlecht. Was haben wir? Wir haben Handgelenke, Beine und ein Trinket, sogar mit Movement Speed. Aber all das nehmen wir nicht. Komm, wir nehmen die Hände mal. Dann kann ich mir da ein paar Marken sparen. Ist, denke ich mal, gar nicht so schlecht. So, okay, was habe ich jetzt für einen Schlüssel gekriegt? 9er Ulderman. Naja. Ich hatte mit dem Main letzte Woche eher suboptimale Keys, sagen wir es mal so. Und, warte mal, jetzt gehen wir erstmal zum Upgraden hoch. Und ich habe tatsächlich, mit einem Twink war ich unterwegs, ne, da habe ich quasi meinen Key von einem 2er hochspielen müssen auf, eigentlich wollte ich nur bis 6 hochspielen, aber es ging dann tatsächlich sogar noch weiter. Und ich hatte mit dem Twink einen besseren 10er Key als mit dem Main tatsächlich. Und der ist jetzt knapp 500er Item Level, also da habe ich meinen Hunter ein bisschen durch den Plus geprügelt, das ist jetzt so der erste Char. Aber auf die lange Sicht habe ich jetzt quasi vor, die kompletten Klassen einmal durchzuballern, also muss mit allem möglichen im M-Plus rein, hat so ein bisschen den Hintergrund, weil ich hier die Marken brauche, um quasi HC-Sets aufzuwerten, ne? Nicht HC, sondern dass ich die Sets von HC auf Mythic upgrade. Seht ihr, LFR, Normal ist raus in der vierten Season, HC sind jetzt nur 8 Items und Mythic, da brauche ich ja fast noch alles, ne? Also, aber jetzt machen wir erstmal das vom Druid fertig. Jetzt schauen wir mal, wie viel Aufladung haben wir? 5. Okay. Heißt, wir können jetzt auf jeden Fall schon mal die Handschuhe reinpacken. Nehmen wir die schon mal mit. So, damit sind die raus. Jetzt muss ich mal gucken, haben wir noch irgendeine VZ drauf? Nee. Also, die lassen wir jetzt schon mal hier drin. Hose haben wir schon. Was brauchen wir jetzt noch? Brust brauchen wir wahrscheinlich noch. Achso, den Kopf muss ich upgraden, genau. Brust und Schultern. Jetzt kann ich theoretisch... Ah, Moment, da kriege ich noch ein anderes Thema, wenn ich das vorher upgrade. Okay. Dann packen wir jetzt das hier kurz rein, die Brust. Und dann muss ich hier nachher gleich nochmal herflattern. Okay. Gehe ich da noch irgendeinen Mock, wenn ich es da reinpacke? Ja, okay. Heißt, wir müssen nochmal kurz runter. Und quasi das erstmal upgraden und dann sollte das passen. So, jetzt haben wir die Brust hier auch noch. Handschuhe brauche ich nicht mehr.
Und den Kopf muss ich einfach quasi um ein paar Punkte hochsetzen, ne? Oder um eine Stufe. Jetzt muss ich mal schauen, was das noch an Währung kostet. Also da brauchen wir dann 15 von den Aspektwappen. Das sollte kein Problem sein. Dann brauchen wir hier auch 15 Aspekt und was sind es? 3 Stufen, also 45. Und hier sind es 2 Stufen, also 30. Und dann nochmal, also ich brauche insgesamt 45 Aspekt. Und hier quasi 3 und 2, ne? Dinger, also das haben wir 30 und 45. Ja gut, das könnte ein bisschen knapp werden. Ich glaube, aber vielleicht, ich kann es ja downgraden, die Sachen, ne? Das sollte eigentlich gehen. Okay, jetzt packen wir erstmal das hier rein. Also das müssen wir auf jeden Fall um eine Stufe erhöhen. So, dann haben wir jetzt das Mythic Timok. Ist das schon mal raus? Dann graden wir das Ding auf 5 ab. Dann kriege ich nämlich nochmal das Timok hier von dem Teil auf Mythic. Das muss ich dann oben den Katalysator packen. Und jetzt müssen wir mal hier gucken. Moment, das ist das Falsche. Das ist das Falsche. Wo haben wir's? Die Brust müssen wir anlegen. Ich weiß jetzt nicht, ob das reicht. 1, 2, 3. Nee, leider nicht. Wenn ich jetzt noch 15... Naja, scheiße. ich hab halt nicht genug. Ich könnte natürlich jetzt nochmal 15 umwandeln, ne? Aber das reicht dann trotzdem nicht. Obwohl, doch. Warte mal, oder wie viel brauche ich? 1. Nee, ich brauche ja 45, ne? Das reicht trotzdem nicht ganz. Leider. Also ich könnte jetzt... Bei, könnte ich nicht nur irgendwelche anderen Marken hochgraden? War da nicht auch noch was, dass man das machen konnte? Wenn man alles auf einer gewissen Stufe hat, das müsste doch eigentlich mittlerweile klappen, oder? Müsste ich mal schauen. Firmenwappen, da brauchst du 90 von denen. Warte mal. Aber die kleinen, die brauche ich ja eh nicht mehr. Da habe ich ja tatsächlich alles. Ja, wunderbar, dann reicht's doch. Halt, jetzt muss ich schauen, doch, das ist das richtige Ding. Okay, jetzt sind da nur noch die Schultern drin. Und wenn ich die jetzt oben in den Katalysator packe, dann müsste ich Dauer haben. Dann bin ich zumindest, wie ihr seht, schon mal mit dem Druid fertig. Und den Spaß müsste ich dann halt jetzt die nächsten Tage auch noch mit den anderen Twinks machen. Jetzt mit dem Main habe ich halt immer nur einen Key pro Woche gemacht, ne? Also das so ein bisschen auf die lange Sicht, weil ich wusste, okay, ich werde eh über die Season hinweg damit easy fertig. Mit den Twinks muss ich vielleicht ein bisschen aktiver das machen, weil die Season natürlich jetzt nicht mehr endlos geht, ne? Wir wissen jetzt nicht genau, wann sie endet, aber wir wissen zumindest den Release schon mal. Und ich denke mal, Pre-Patch kommt ja auch noch, also muss ich mir ein bisschen ranhalten, dass ich noch die meisten T-Mox mitnehme. Der Hintergrund, warum ich das mache, ist halt einfach, dass diese Season 4 Set-Sachen, ne, also zumindest die, wo T-Set drauf ist, dass die wahrscheinlich nach dem Ende der vierten Season oder zumindest dann, wenn The War Within released, die werden wahrscheinlich rausfliegen, ne, weil dann die Raids nicht mehr weg sein werden und dann kriegst du das Zeug schlichtweg nicht mehr. Ja, und da muss ich ein bisschen gucken. Zumindest war es in Shadowlands so, dass die Raids dann nicht mehr fated waren und man dann quasi da nicht mehr reingekommen ist. Da war es aber ein bisschen anders gelagert, weil sie, glaube ich, keine unterschiedlichen IDs waren. Diesmal hat man tatsächlich unterschiedliche IDs. Zumindest bei den Set-Items, bei den Non-Set-Items, also Schuhe und Taille und diese Geschichten, die brauchst du nicht mehr. Du brauchst eigentlich nur wirklich die 5 Set-Sachen. Juti, dann gucken wir mal auf die Twinks, was da so geht. So, als nächstes gehen wir dann gleich zum Hunter. Und da kann ich euch mal zeigen, ich habe mit dem letzte Woche angefangen und ein paar Keys gespielt. Also der hat jetzt noch nicht sonderlich gutes Gear. 503 habe ich jetzt aber. Und habe mich vom 2er auf bis zum 10er hochgespielt. Ich hatte sogar einen 11er Key, aber den habe ich dann runtergemacht, weil... Also eigentlich war der Plan, dass ich nur 6er mache, weil ich die Marken brauche. Aber das ging dann tatsächlich zum Teil ganz gut mit den Gruppen. Und dann dachte ich, komm... Dann spielst du halt die höheren, bringen ja alle trotzdem, was sind es, 12 von den Marken, ne, was man immer kriegt. So, ich habe auch noch hier so ein Token, so ein Omni-Token aus dem HC-Raid. Und ja, je nachdem, was ich jetzt kriege, setzen wir es dementsprechend fürs andere ein. Also ich habe bis jetzt schon auf 5,19 abgegradet die Hände,
die Hose und die Brust, ne? Ich habe jetzt quasi noch Kopf und Schulter, die ich brauche. Jetzt ist die Frage, was wir rauskriegen. Ich hoffe, dass wir eins von den beiden kriegen. Gute, Lutzberg ist vollkommen wurscht, ne? Schauen wir mal, was wir drin haben. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Also wir haben hier eine Kettentaille. Einen Bogen, den ich auch noch gar nicht habe. Und die Hände. Jetzt ist halt die Frage, die Hände sind auf jeden Fall schlechter. Die brauchen wir gar nicht nehmen. Dann haben wir hier einen Hals. Ah, das wäre natürlich ein großes Upgrade für mich, weil da habe ich irgendwie noch so ein blaues. Aber wir gehen hauptsächlich aufs T-Mog. Dann hätten wir einen Kopf, den man upgraden könnte. Der ist 5,19, der wird mir direkt Mythic geben. Und dann haben wir eine Hose, die natürlich super... Also wenn wir jetzt rein aufs Gieren gehen würden, dann würden wir wahrscheinlich die Hose nehmen, weil die auf dem Mythic- oder Mythos-Track ist, ne? Aber... Er ist sogar auf dem Mythos-Track, sehe ich gerade. Ja, das ist natürlich Ding. Hier kriege ich natürlich auch einen T-Mog, ne? Wenn ich das nehme. Oder den Bogen, den habe ich natürlich auch nicht... das ist die Frage. Nee, komm, wir machen hier einen Sack zu mit dem Hunter. Muss ich bloß mal gucken. Was wird mir denn noch alles fehlen von dem Set? Von dem Set. Katalysator. Mythic. Also mir fehlen Schultern, Kopf, klar, ne? Eine Taille wird mir noch fehlen. Rücken, Füße. Wobei die Füße, die kann, also die Füße, die habe ich ja schon, die kann ich upgraden und dann im Katalysator umwandeln. Rücken, den muss ich auch noch upgraden, dann kann ich den auch holen. Taille, gut, die wäre halt noch offen. Und die Handgelenke, die habe ich auch nicht. Ich könnte natürlich jetzt auch die Taille nehmen und das nächste Mal nochmal gucken wegen dem Set, ne? Weil die Taille kriege ich sonst nirgends her. Das wäre halt auch nochmal eine Frage, oder? Gut, die Waffe, die hätte ich auch noch gar nicht, aber da habe ich halt schon eine relativ gute. Oh, ist das... Oder ich nehme einfach... Jetzt die Frage... Was ich eher krieg, wisst ihr, was ich meine? Nee, komm, ich mach das Set fertig, dann haben wir das schon mal weg. Dann packe ich das in den Katalysator und kann mit dem anderen... kann mit dem anderen dann die Schulter holen. Jetzt machen wir erstmal das Set fertig, diese Sonderteile, die kann ich immer noch mal holen, ne? Wichtig ist eigentlich, dass ich das, das Set krieg. Und gut ist, jetzt können wir... quasi hier die Schulter noch eintauschen. Da habe ich, glaube ich, noch nicht genug Marken. Also da müssen wir dann nochmal ran. Aber zumindest kann das... Der hier kann das, ne? Genau, da brauche ich jetzt die Schultern. Die hier. Da kann man sich theoretisch auch PvP-Gear holen. Aber diesmal ist es quasi nicht das Elite-Set, sondern du kriegst einfach ein ganz normales... PvP-Set, ne? Also, was du auch über den Katalysator kriegst. Wenn du die normalen Gladiator-Teile einsetzt, deswegen. Sonst hätte ich natürlich die immer für diese extra Marke genommen. Okay, dann können wir jetzt hier das einmal anlegen. Und... Moment, habe ich jetzt zweimal die Schultern? Ach. Halt, stopp, den Kopf habe ich jetzt... jetzt war ich gerade mega verwirrt. Okay, die müsste ich dann quasi um 2 Stufen noch upgraden. Gut, da reichen jetzt die Punkte nicht, ne? Ich habe nur 12 Aspektwappen. Und ja, aber den Kopf können wir zumindest schon mal noch umwandeln. Und dann sieht es doch schon mal gar nicht schlecht aus jetzt bei dem Hunter. Da hatte ich eh schon Luck, ne? Ich hatte nämlich die Chars danach ausgewählt, was die schon an Items hatten. Ich war ja mit denen immer die... die Zeitwanderungsraids, ne? Und da kriegst du ja immer aus der Kiste am Ende ein Item aus diesem HC-Track raus, den du auf Mythic upgraden kannst, ne? Und da hatte ich die Chars danach ausgewählt, ob die quasi hier auf den T-Slots das Zeug haben. Und das lief halbwegs gut. Also da kann ich nichts sagen. Da hatte ich nämlich schon einige Sachen. Dann brauche ich quasi nur die Marken. Und jetzt mit dem
Mit dem Omni-Token ist natürlich auch eine schöne Sache. Okay, dann passt das doch schon mal. Jetzt muss ich noch mit dem ein bisschen Marken besorgen für die Schultern und ein, zwei andere Teile. Aber dann sieht das schon mal sehr, sehr gut aus. Juti, dann gucken wir mal weiter. Als nächstes haben wir dann einen Hexer. Und mit dem habe ich auch so einen Omni-Token noch rumliegen. Der war jetzt noch nicht im M+, aber zumindest im HC-Raid. Jetzt schauen wir mal, was wir da rauskriegen. Okay, die Hose wäre jetzt schon mal richtig big. Gut, Hals und Trinket sind zwar auch nett, ne? Aber fürs T-Mog brauche ich auf jeden Fall die Hose. Die ist auf jeden Fall schon mal gekauft. Und da muss ich mal gucken, was ich sonst noch habe, ob ich das Omni-Token schon mal einsetzen kann. Ich denke, da fehlt mir noch zu viel, oder? Jetzt schauen wir mal. Also, die Hose ziehen wir mal an. Ich habe schon gute Hände, das passt. Hose, Brust, Kopf. Nee, das ist sogar gut. Ich kann das Omni-Token für die Schultern nehmen. Dann hätte der schon mal auf den T-Slots auch die Sachen. Klar, was ihm halt da noch fehlt, sind die Marken, ne? Ich habe halt nur Wurm-Wappen hier noch rumliegen. Warte mal, ich könnte eigentlich auch gleich noch hergehen. Und die Hosen jetzt zumindest nur um 1 upgraden. Ich habe extra Flugsteine gefarmt, ne? Letzte Woche war ich schon unterwegs und habe diese Daily Quests damit allen gemacht, um diese Flugsteine zu kriegen. Ich habe mir nämlich jetzt für jede Klasse schon mal einen Char rausgesucht, ne? Der halt möglichst viel von diesem Timewalker hatte. Dann war ich mit dem einmal in HC-Raid drin. Und jetzt muss ich dann halt M+ machen für die extra Marken. Ist dann halt immer ein bisschen, ja, nervig, wenn du da von null anfängst, ne? Aber was ist denn machen? Warum sind jetzt hier die erweckt? Achso, das ist das PvP-Gear wieder. Was brauchen wir? Schultern. Dann auch upgraden. Okay. Ja, aber bei dem sieht es auch gut aus. Jetzt brauche ich eigentlich bloß Marken zum Upgraden, ne? Hat der 496. Ja, ist ja schon mal ganz okay. Juti, dann gucken wir mal, was wir noch so finden. So, der nächste ist mein Priester. Der ist bei 488. Da müssen wir mal gucken. Okay. Der ist jetzt nicht so gut aufgestellt, so wie das ausguckt. War ich bei dem gar nicht in dem... Dass ich mit dem auch im Dingstraid war. Oh, der hat jetzt hier nur Dungeons. Ach, Moment. Das ist noch vom Timewalker, ne? Wahrscheinlich. Da kann ich jetzt hier mal die Marken nehmen. Ich wollte gerade sagen, ich war dann mit dem auch unterwegs, aber das ist noch von der Woche davor, wo ich im Pandamix unterwegs war und dementsprechend das nicht aufgemacht habe. Ja, die Marken sind nicht schlecht. Okay, wir haben einen Kopf, der ist schon mal big. Und wir haben eine Hose. Die Hose wäre fast sogar besser. Wisst ihr warum? Da würde ich nämlich das T-Mog für die Hose im HC kriegen. Ich kann sie upgraden auf Mythic, noch ein T-Mog. Und dann wandle ich sie noch um in Z. Also ich glaube, die Hose ist da tatsächlich das Beste, was ich machen kann. Warte mal, bevor ich die jetzt nehme. Wie sieht's aus? Hände haben wir. Hose brauchen wir. Ding haben wir. Schultern. Gut, das Token. Vielleicht warte ich dann da nochmal. Jetzt die Hose nehmen, dann habe ich zumindest schon mal 3 potenzielle. Und dann ist halt die Auswahl zwischen Kopf und Brust, ne? Da weißt du mal nicht, wo du Lack hast. Deswegen, ja. Gucken wir jetzt erstmal hier. Und das Schöne ist, die Marken, die kann ich dann noch nehmen. Und für Aspektwappen raushauen. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, wo ich meine ganzen Wappen immer in Aspektwappen umgewandelt habe. Eigentlich hätte ich schon viel früher bestimmen sollen, welche die Chars quasi sind, die ich upgraden will, ne? Und das dann mit den anderen hätte ich dann auch Gold nehmen können. Aber gut, das ist auch wurscht, ne? Eigentlich war es auch nicht schlecht, dass ich gewartet habe, bis die ganzen Timewalker-Dinger durch sind. Dann habe ich nämlich so ein bisschen besseren Überblick drüber, welche Teile ich dann quasi noch aufheben will und welche nicht. Okay, also das können wir schon mal upgraden. Die behalten wir auf jeden Fall. Die sind ja hier schon bei 4 von... Okay. Seht ihr, das habe ich im HC-Raid gekriegt, das ist schon 5,22, also da kann ich gar nichts sagen. Gar nichts. Okay, dann sind wir eigentlich mit dem Priester auch durch. Wie gesagt, das Token, das warte ich jetzt erstmal. Vielleicht kriege ich ja einen Kopf oder eine Brust in, ja, im M+, oder vielleicht laufe ich nochmal HC, oder mal gucken.
Als nächstes haben wir dann meinen Monk. Und jetzt gucken wir mal, mit dem habe ich auch noch so ein Token rumliegen. Was der Schickes drin hat. Okay, wir hätten auf jeden Fall schon mal eine Brust. Was habe ich denn da Schickes? Okay, die wäre wichtig und richtig. Der Kopf aber auch. So wie es aussieht, habe ich den Kopf aber schon mal abgegradet, ne? Also wahrscheinlich mit dem Main, was ist ja ein Leder-Item. Was haben wir hier? Handgelenke. Ja, die wären auch nice to have. Aber ich glaube, das Beste wäre tatsächlich die Brust. Dann spare ich mir den Charge und die ist auch schon am höchsten, ne? Ja, komm, wir nehmen die Brust. Oder jetzt schaue ich mal nicht, dass ich nochmal irgendwo was anderes rumliegen habe. Nee, was hat denn der bis jetzt? Der hat bis jetzt Hände, ne? Ja, it's soweit. Der hat sonst nicht sonderlich viel, ne? Offslot mit einem Umhang und einem Gürtel hat er. Aber sonst leider nicht so viel. Nee, komm, dann wir nehmen die Brust und das Token, das warten wir jetzt erstmal. Eventuell, wenn ich dann mehr kriege, ne, kann ich das nur einsetzen. Das läuft ja nicht weg. So, also die Brust. Hat der so einen Marken? Ja, ein paar hat er schon. Also dann können wir das theoretisch dann demnächst noch upgraden. Wir graden es gleich ab, weil der ist am Cap, ne, von den Flugsteinen. Das Ding ist, ich werde sehr, sehr viele Flugsteine brauchen, denn mit den Chars gebe ich die antiken Bronzen, kaufe ich mir quasi die Waffen und grade die nacheinander ab. Es gibt zwar auch diese Tokens, die man sich so kaufen kann, ne, wo man nur das Timok kriegt, die habe ich mir jetzt aber letztens alle gekauft und die haben eine andere IDs als die richtigen Waffen in den Raids, also das sind extra IDs. Und dafür nehme ich diese Chars auch, ne, weil wenn man eine Waffe geupgradet hat, muss man halt nur noch Flugsteine zahlen. Und das macht ja Sinn, mit den Chars werde ich mir eine Waffe upgraden über die Wappen und alles andere muss ich dann halt Flugsteine wie blöd reinfahren, weil Waffen kosten richtig viel. Das muss ich mir nachher auch nochmal durchgucken, wie viel, aber ich, also das wird richtig, 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 richtig teuer. So, okay, dann können wir so zumindest nur um 1 upgraden. Dann hat er, ist er wieder so ein bisschen aus dem Puffer. Gut, okay. Ja. Schauen wir mal, warte mal, das ziehen wir jetzt mal hier runter, dass ich nicht versehentlich weghaue. Muss mal schauen, was wir dann da nehmen. Schultern, Hose oder den Kopf. So, dala. Als nächstes haben wir den Worry. Und mit dem habe ich letztens die Legendary-Axt fertig gekriegt. Nach so vielen Wochen. Ich weiß nicht, ich glaube 14 LFR-Kills habe ich. Und 12 HC-Kills. Und dann hatte ich das Ding. Und jetzt gucken wir mal, was der Schönes drin hat. Okay, bei dem haben wir jetzt eine komplette Nullnummer. Also zumindest Timok-technisch. Wir haben okay. Ja gut, das ist ein bisschen zu viel Text. Da spackt der jetzt rum. Da muss ich das mal manuell nachgucken. Also natürlich wäre der Ring ein großes Upgrade. Und hier haben wir ein Trinket, was auch ein Upgrade wäre. Jetzt ist halt die Frage, das Ding hier. Oder ich nehme halt wirklich die Marken, ne? Weil ich muss halt irgendein Endgame mit dem spielen. Vielleicht wäre dann sogar das Trinket nicht schlecht. Also gut, Ringe habe ich beide 480 rum. Tja. Vor allem, der hat halt auch das Problem, der hat auch kaum gute Set-Teile. Er hat ein einziges Set-Teil, was ich upgraden kann. Und alles andere ist halt Käse, ne? Was der hat. Ja, komm. Wobei das andere Trinket. Wisst ihr was, wir nehmen dieses Jenseits-Ding. Ich finde das gar nicht schlecht, das rödelt mal richtig raus. Haben die denn die Abklingzeit verringert? Ich dachte, das hat man mehr gehabt und dafür auch mehr Schaden gemacht. Naja, egal, wir nehmen mal das Ding. Muss ich mal noch gucken, was besser ist. Muss ich mal schauen, auf was ich mache. Ob ich normalerweise spiele mit dem Char Tank, aber da hat jetzt die Waffe, die habe ich jetzt auch ein bisschen geupgradet. Vielleicht spiele ich dann auch mit dem DD im Plus. Muss ich mal gucken. So, dann haben wir als nächstes einen Demon Hunter. Jetzt schauen wir mal, was kann der so gebrauchen. Oh, der hat aber gar kein Set-Teil. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Also Kopf ist nix. Doch, Schulter hat er. Okay, Schulter hat er. Brust braucht er, Hose, Hände, ja gut, also bis auf Schulter brauche ich alles. Ich habe einen Kopfslot drin.
Ich glaube, den werden wir auch nehmen. Taille und ein Hals. Also gut, das ist ein No-Brainer. Wir nehmen den Kopf, graden den ab und dann wird er zum Set umgewandelt. Dann machen wir's. Achso, jetzt verliere ich ja so das Set, ne? Ja gut, dann ist so. Haben wir schon ein paar Marken? Ja, komm. Also den Kopf muss ich ja dann auf jeden Fall weiter upgraden. Der wird dann erst zum Set umgewandelt, wenn ich quasi... wenn ich den quasi im Mythic-Item-Level habe, ne? Also auf 5 von 6. Weil dann kriege ich noch ein anderes T-Mog mit. Machen wir das mal so. Und wie gesagt, Waffen, die hole ich mir hier über diese Marken. Muss ich dann gucken. Ja gut, ich habe auch ein paar Sachen. Wenn ich mit den Chars anfange, muss ich eh nochmal wegen der Skillung gucken und Konsorten, ne? Da werden wir uns dann schauen, welche Waffen ich mir damit kaufe. So, dann haben wir als nächstes meinen Evoker. Das ist auch der Char, wo ich an dem Legendary dran bin. Also, was ist das, Faustwaffen oder so. Aber da habe ich erst 6 Kills, ne, im HC. Also mal gucken, ob das die Expansion oder was wird. Also, wir haben ein Schwert, dann haben wir eine Taille und ein Schmuckstück. Also, ich würde wahrscheinlich auf die Taille rauslaufen, ne. Alles andere ist kacke. Wert bringt eigentlich nichts. Das kann ich, die IDs kriege ich eh, ne, über diese Bronzebarren. Na gut, was hat denn der? Einen Kopf hat der schon und er hat die Hose. Vor allem, ich habe noch richtig laue Sachen zum Teil auch an, ne? Schade, dass ich die Slots nicht gekriegt habe. Vor allem hier die Taille hatte ich schon für 99. Na gut, was willst du machen? Da kriege ich wenigstens noch ein anderes Themenbock raus, dann nehmen wir die. Besser als nix. Kann er nicht immer Glück haben. So, als nächstes haben wir dann den Paladin. Habe ich denn da schon die beiden? 3 habe ich schon gut. Hose oder Hände? Ah, da kommt jetzt, ich wollte gerade sagen, da kommt jetzt erstmal auch wieder, ne, hier für die Timewalker Dungeons, wo ich unterwegs war, nehmen wir die Marken raus und können gleich nochmal aufmachen. Da habe ich auch noch das Token, ne, beim Evoke habe ich schon rausgehauen. Warte mal, ist es, ja, nice. Oh, Moment, okay, das müssen wir anders machen. Also wir nehmen jetzt nicht die Set-Hose. Ah, da würde ich mir auch Upgrade sparen, ne? Aber hier kriege ich noch mehr T-Mog raus. Also wir graden sie erst ab und dann, dann werden wir gucken, dass wir die einmal in Set umwandeln. Okay, dann haben wir jetzt die Hose. Und damit habe ich jetzt eigentlich 4 von 5 Set-Slots auf dem Track, wo ich es quasi auf Mythic upgraden kann. Und jetzt gehen wir her und kaufen uns mit dem Ding, halt, ich bin zu weit geflogen, quasi die Hände. Die Hände, wo haben wir sie? Also, Hände, genau. Mal anlegen. Die können dann weg und die Marken kann, achso, die kann ich auch noch eintauschen. Wie viel haben wir denn hier rumliegen? Ah, ich habe auch, ne, seht ihr, Flugsteine bei denen, was sind's, es sind quasi 13 Klassen, ne, 13 Chars habe ich geguckt, dass ich die auffülle und mich so ein bisschen drum kümmere. Gut, beim Druid hat sich's ja jetzt erledigt, ne, der hat das Set voll, da muss ich zum Glück nicht mehr viel machen. Und aber die anderen jetzt hier noch so ein bisschen. Jetzt können wir kleiner mal das ein oder andere ausgeben, also die können wir jetzt noch auf 15 hochbasteln. Und sobald ich dann im Plus unterwegs bin und die Marken farm, ne, kann ich dann die letzte Stufe quasi noch erhöhen. Stopp. Mal. Hier ist sogar noch ein Schild. Ach so, da habe ich das nochmal aus dem Dings Raid, okay. Ja gut, aber das war jetzt schon mal auch auf jeden Fall nicht schlecht. Beim Paladin läuft's. So, als nächstes haben wir noch einen Paladin. Diesmal einer, mit dem ich nur im LFR war. Und da brauche ich noch eine Einhandwaffe. Gut, dass ich ausgerechnet die rausziehe. Schwierig. Achso, der hat jetzt eher... Ah ja, okay. Der hat jetzt auch nochmal hier Dings dabei, ne? Warte mal, ist die Hose besser für ihn? Wisst ihr was? Komm, scheiß drauf. Kriegt er die Hose, der Paladin? Das ist jetzt auch nochmal der Loot aus der Timewalker-Woche. Da habe ich jetzt die Dinger gar nicht mehr aufgemacht, ne? Weil ich im Panda-Mix die letzten Wochen unterwegs war. So, und jetzt kommt der richtige Loot. Boah, der Kolben, wenn der drin wäre, ne? Das wäre schon mega. Nee.
gut, ich könnte ihm jetzt einfach ein bisschen Gier geben oder wir nehmen 2000 Gold. Hinken dem am meisten. Ach komm, nehmen wir das Schild. Oder warte mal, wir kriegen mehr. Wir kriegen ja 6 Mal, ne? Ja komm, dann nehmen wir jetzt hier die 6 Marken. Ob der jetzt ein Gierteil mehr oder weniger hat, ist eigentlich auch wurscht. Haben wir hier quasi... Hoi, warum kann ich da nicht mehrere auf einmal machen? Na gut, machen wir es halt so. Wie viel Gold ist denn das jetzt? Naja, 3000 Gold kriegst du da. Naja, haben oder nicht haben, ne? Schade, aber gab kein Temok. So, dann haben wir gleich den nächsten Plattenchar. Ich war in Aberros mit allen möglichen Plattenchars, ne? Am Ende hatte ich nur noch Platte gebraucht. Ah, und das ist jetzt wieder derselbe Fall. Dass wir die Timewalker-Kiste nicht aufgemacht haben vor wahrscheinlich 1-2 Wochen. Okay, dann nehmen wir die raus und machen gleich nochmal auf. Oh Mann, ich habe so viele Chars, wo ich die Timewalker-Kiste wahrscheinlich nicht geöffnet habe. Ja gut. Komm, wir nehmen das Gold, scheiß drauf. Jetzt besseres Key kriegen, eigentlich auch wurscht. Haben wir nochmal ein paar tausend Gold hier. 1,3 €. Was kann ich denn eigentlich sonst noch nehmen? Einen Sockel kann ich machen. Gut, das Zeug bringt mir... Gut, ich könnte Flugsteine holen, aber Flugsteine bringt mir, wenn wir ehrlich sind, auch nichts, weil auf den Chars will ich ja nichts upgraden, ne? Dann haben wir jetzt noch einen Hunter. Und bei dem ist es auch so, dass ich LFR-Gedönse gemacht habe. Ich brauche insgesamt noch 2 Kettensachen. Und einen Bogen, glaube ich, noch. Also den muss ich auf jeden Fall... Okay, Treffsicherheit ist er gestellt. Also das ist jetzt wieder Timewalker-Loot, ne? Den können wir quasi vergessen. Und schauen wir mal, ob das drin ist. Oi, da habe ich sogar nur 4 Bosse gekillt. Ne. Ah, die Schokolade. Dann nehmen wir wohl auch die Marken. Und ja, tauschen wir sie wieder zu Gold um, oder? Also alles andere ist, glaube ich, für die Katze, wenn wir ehrlich sind. Dann haben wir den nächsten Char, mit dem ich LFR war, und zwar der Worry. Und warte mal, den muss ich jetzt eigentlich fast auf Schutz stellen. Was haben wir gekriegt? Eine Brust und eine Hose. Nehmen wir die Marken. Ja gut, ich brauche halt eigentlich nur noch die Einhandwaffe, ne? Also Volt auffüllen, das ist halt so ein Riesenpool. Lohnt sich eigentlich schon fast gar nicht mehr. Ich muss die fast direkt farmen, ne? Also es hilft nichts. Dann haben wir den Priester. Mit dem waren wir auch unterwegs im LFR, meine ich. Und vielleicht hat er sogar auch noch die... Hat dann natürlich Timewalker-Kisten. Ah, wisst ihr was? Wir nehmen mal den Ring. Kriegt ein kleines Upgrade, der Char. Wären ja auch nur 1000 Gold. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da... Also Lootsback, nee, brauche ich nicht umstellen. Ne? Bei dem Stoff-Char kriegst du eh nichts anderes. Eine Robe... Set und ein Hals. Aber hier nehmen wir das Gold. Dann haben wir noch einen Hexer. Dem war ich auch im LFR unterwegs. Und hab mal wieder die Dingkiste nicht aufgemacht. Okay, ja, da können wir auf jeden Fall die Marken nehmen. Da habe ich schon was Höheres. Was Höheres. Und dann machen wir direkt das Ding nochmal auf. Mal gucken, ob es noch mehr Marken werden. Oder ob ich mal eins von den letzten Temok-Teilen bekomme. Ein Dolch und einmal Schuhe. Nicht mal besser. Nee, dann nehmen wir da auch die Marken. Schade, Schokolade. Wie viele Stoffteile brauche ich denn noch? Ich brauche noch 4, 5, 6 Stoffteile. Also Stoff würde ich sogar noch am meisten brauchen. Aber leider kein Glück gehabt an der Stelle. So, dann haben wir hier noch einen Paladin. Mit dem war ich auch ein bisschen im LFR unterwegs. Okay, der ist schon auf Schutz gestellt. Passt. Okay, hier haben wir dann wieder das... das nehmen wir mal. Das eine Item, was wir hier aus Timewalker bekommen. Wirklich mit keinem Char das ausgeleert, ne? Schwierig. Boah, muss mal überlegen, ob ich am Ende vor The War Within nochmal alles durchlock. Wait, warum jetzt nochmal Dungeon? Warte, habe ich da schon 2-mal Timewalker nicht mitgenommen? Ui. Vorletzten Timewalker-Event. Jetzt kann ich 3 Vaults aufmachen. Naja. Ah, here we go. Okay, was haben wir drin? Nee. Wobei das Schild...
Vielleicht kann ich das dann sogar upgraden. Warte, woran makelt's? Hier eher ein Flugstein, oder? Weil das wird mir ja sogar noch einen T-Mock bringen, wie ich gerade sehe. Habe ich denn das her? Ah, das ist irgendwie aus dem Gewölbe. Naja, gut, dass ich es gerade gesehen habe, ne? Flugsteine hat er ja auch ein paar. Das können vielleicht sogar reichen. War nicht schlecht, dann können wir das vielleicht nochmal upgraden. Jawollo. Oh, ich habe anscheinend hier gerade den All the Things Sound gar nicht an mit den Chars. Muss ich gleich nochmal gucken. Bin jetzt gerade mit dem Account hin und her geswappt, wisst ihr, aber ich habe den Sound allgemein nicht an. Okay, dann schauen wir weiter. So, als nächstes haben wir wieder einen Char, mit dem ich quasi dann im Plus spielen will, ne? Den ich ein bisschen schon mal ein Grundgear besorgt habe. Ja gut, der hat jetzt. Ach, gut, der hat Schuhe, das bringt nichts. Er hat Hose, hat er nicht. Der hat eigentlich gar keine von den richtigen Slots, ne? Der hat bloß ein paar Off-Teile und die Waffen, die ich mal letztens gekauft habe. Na gut, okay, jetzt schauen wir mal. Ich glaube, das ist einer der beschissensten Chars, was jetzt Gear angeht. Okay, was ist drin? Das Trinket. Die Hose wäre drin und die Hände wären drin. Ich glaube, ich nehme die Hose, da ist mehr Stats drauf, ne? Hier habe ich auch noch so ein Mal quasi, was ich als Multitoken einsetzen kann. Und bei dem fehlt nur so viel. Ich nehme immer noch die anderen vier Teile, ne? Eins könnte ich jetzt benutzen. Aber da warte ich nochmal, was ich vielleicht so noch kriege. Eventuell können wir da noch schauen. Jetzt gucke ich mal, dass ich gleich das Teil upgrade, dass wir von den Flugsteinen ein bisschen wegkommen, ne? Ein bisschen wegkommen. Dann nicht overcappen. Kann ich da gar nicht upgraden. Okay, naja. Zumindest gab es ein Set-Teil, das ist ja schon mal was. So, dann haben wir gleich noch einen Magier. Das ist jetzt aber keiner, der jetzt da unbedingt krasses Gear braucht, sondern hier geht es ein bisschen LFR-Action. Beziehungsweise natürlich wieder als erstes die leidige Geschichte mit dem Timewalker-Kisten. Ah, okay, ich hab's so schnell aufgemacht. Ich dachte, ich hab doch kein LFR mit dem gemacht. Das ist sehr gut. Nice. Das ist sehr, sehr gut. Das Teil brauche ich aus dem LFR. Das ist, ich brauche zwei Stoffteile noch aus Amidrasil, was jetzt die Woche im Start ist. Halt, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, als was ich's... ich kann eigentlich Gold nehmen, oder? Warte mal, wie viel brauche ich da? Da brauche ich... die kleinen... eigentlich reichen, oder? Bevor ich jetzt irgendwelche Marken nehme. Jetzt schauen wir nochmal drüber. Ich nochmal zurücklaufen muss. Hier brauchen wir nicht gucken. Nee, ich kann eigentlich Gold nehmen, ne? Für die Marken. Weil ich habe genug. Weil die muss ich jetzt quasi einmal upgraden und das müsste mit den ganz kleinen Marken gehen, mit den Welpen und einmal Drachen, also 15 Stück, ne? Brauche ich dann. Und da habe ich eigentlich genug. So. Na wunderbar, jetzt brauche ich nur ein einziges Item aus Amidrasil, muss ich da eigentlich nur einen Boss killen. Mal gucken, werde ich heute mal ein bisschen meine Stoffchars da reinbegeben. Okay, aber dann hätten wir das auch. Dann gucken wir mal weiter. So, dann haben wir noch einen Hunter. Jetzt hoffen wir mal auf guten LFR-Drop. Und zwar brauche ich dann den Bogen und ich meine zwei Kettensachen sind es noch. Mal wieder den Schmarrer. Ein bisschen nervig, dass du immer 5 Sekunden warten musst bei allem, was du auswählst. Ne? Aber gut, da machst du halt nichts. Das ist halt Blizzard. Und das haben wir da Schickes. Nee, das brauche ich leider beides nicht. Doch, beides nicht mal besser. Also dann nehmen wir hier auch das Gold, hätte ich gesagt. Als nächstes haben wir einen Demon Hunter. Und mit dem war ich für eine Glewe, glaube ich, noch drin. Mal gucken, was haben wir da Schönes. Beides nicht vom Hocker. Ach komm, der kriegt mal seinen Vierer-Set-Bonus voll.
Wollen wir mal nett zu sein. Dann haben wir als nächstes einen Schurken. Genau, den muss ich für Dolche einstellen. Ich brauche nämlich nur einen Dolch aus dem Vault. Vielleicht ist der ja drin. Achso, hier ist wieder so ein Spaß. Ach komm, die nehmen wir sogar. Die nehmen wir sogar. Eigentlich kann ich es auch komplett sein lassen. Beim Pre-Patch gibt es eh wieder Ketchup-Gear. Das wird wahrscheinlich besser sein als der Bums hier. Aber naja. Okay. Aber hier nehmen wir das Gold. So, dann haben wir jetzt hier den richtigen Schurken. Mit dem will ich dann den Plus spielen. Der hat auch schon Hose und Brust soweit, ne? Schauen wir mal. Achso, das ist auch wieder hier der... Wobei... da ich mit dem ja wirklich was machen werde... Nehmen wir mal jetzt hier den Hals und nicht die Marken. Wobei... Machen vielleicht die Marken auch nicht... Nee. Schwierige Entscheidung. Ja, wenn er mehr Gear hat, kommt er eher in Gruppen rein, ne? Aber komm, das Zeug Hals droppt schon irgendwo in der M+. Wir nehmen die Marken. Ich brauche nämlich ewig viel dann zum Upgraden. Jetzt den richtigen Vault. Mal gucken. Oh, das ist, glaube ich, gut. Ende. Beine, aber Beine habe ich schon welche. Und einen Kopf, aber Hände. Würde ich direkt einen Timok bekommen. Komm, wir nehmen die Hände. Wir nehmen die Hände. Gut, jetzt habe ich schon mal drei Teile. Die Hose sind jetzt Kopf und Schulter, aber da haben wir noch die Marke. Also das sieht schon mal nicht schlecht aus. Und hier nehmen wir jetzt noch da ein paar Wappen. Dann pulvern wir die auch gleich wieder raus und zwar auf die Hände. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich den Hals nehme. Das wäre wahrscheinlich schon nicht schlecht gewesen. Aber im Endeffekt brauche ich ja eh so viele Marken zum Zeug upgraden, dass das wahrscheinlich gar nicht so clever gewesen wäre. Okay. Okay, dann schauen wir weiter. So, dann haben wir noch einen Worry. Guck mal, was wir da noch Schickes drin haben. einen Ring. Trinket und noch ein Trinket. Ja gut, das bringt mir für T-Mog alles nichts. Wäre natürlich jetzt Gearing technisch für den schon nicht schlecht, aber komm, ich nehme da das Gold. Scheiß auf das Zeug. Weil es halt trinket-technisch schon echt nicht schlechte Sachen sind. Aber bei dem Char, da mache ich überhaupt nichts. Also das ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind. So, dann haben wir noch einen DK. Und zwar ist das auch wieder einen, den ich ein bisschen gieren will. Was haben wir denn drin? Wir haben auf jeden Fall Schultern und eine Waffe. Aber wie gesagt, Waffen, die kann ich ja alle beim Händler kaufen, ne? Also das ist jetzt nicht so das Ding. Der hat Hose, Hände, Kopf. Gut, die Schultern habe ich. Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall die Schultern. Und dann nehme ich das Set-Teil hier und kaufe mir dann die Brust. Dann sollte es eigentlich schon mal gut aufgestellt sein. Die Waffe sah natürlich auch richtig gut für mich aus, ne? Für zwei T-Mox und so. Aber wie gesagt, die kann ich ja hier eh mit den Barren kaufen und dann ist das alles gar kein Stress. So, dann nehmen wir jetzt natürlich die Brust hier noch. Und dann hat der jetzt auch schon mal einen 4-Reset-Bonus. Na gut, der ist nicht am Markencap, also da brauchen wir jetzt gar nicht großartig gucken. Wunderbar, dann schauen wir mal, ob wir noch einen Char haben. Ich glaube, ich bin durch, aber wir gucken jetzt mal noch. So, dann kommen wir zum letzten Char, und zwar mein Shami. Mit dem war ich jetzt die Woche, glaube ich, gar nicht im Raid gewesen, aber ich meine, der hat noch Marken vom letzten Event drin. Jetzt gucken wir mal. Welche Marken hat denn der? Na, der hat keine Marken mehr, ne? Da, die Halskette wäre natürlich auch big. Hat denn der... Die Set-Teile.
Ich brauche noch einen Haufen Marken. Ja, komm, wir nehmen die Markenscheiß drauf. Safety first. Nehmen wir Marken und dann gucken wir mal. Juti, damit wären wir tatsächlich durch. Ich werde jetzt die Woche ein bisschen im Plus spielen und schauen, dass ich ein paar Marken mir hole und dann gucke, dass ich möglichst viele Sets quasi hochbastel. Wenn ihr das Ergebnis sehen wollt, dann schaut nächste Woche wieder beim kleinen Vault Opening rein. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.